Da ist eine weitere Gefechtsoption. Aktivierung drin. Dafür hat er einen netten, dauerhaften Boni bekommen, trotz der Verletzung. Ja, ist schon richtig. So, 100 EP-Bonus. 7 Servitoren haben wir noch. Das reicht für nichts. Und jetzt werden wir mit einem anderen Schiff kollidieren. Warning. The enemy vessel is focusing fire on the Libris Malleus. They seek to destroy my research. Alert. Void Shielding has diminished by 90%. Further impact will breach the Libris. The Edict must be protected. I must caution you, Commander. Je höher die Stufe der gegnerischen Geschützpanzerung im Vergleich zu unserer ist, desto mehr Rumpfschaden bekommen wir. Ja, aber wir kriegen ja höchstens einen Rumpfschaden. Und wir haben den zerstört, ohne Rumpfschaden zu bekommen. Weil unsere Geschütze geil sind. Deshalb, ich jag die jetzt. Okay. Mission ohne kritische Verletzungen gewinnen. Naja, das machen wir mit. Ah ne, oder hab ich vorhin eine Mission gehabt, wo ich die Rüstung schon ablegen musste? Oder habe ich das schon letztes Mal gemacht? Ich hatte mich ja gewundert, dass die Standardrüstung anhaben. Da habe ich gedacht, das hat der automatisch gemacht, aber anscheinend macht er das gar nicht automatisch. So, Apothekarius. Ja, einen Ordenspriester wollte ich auch irgendwann mal ausprobieren. Und komme ich dazu? Eigentlich nicht. Ich nehme mal den Sucherschädel, weil ich den gerne mal ausprobieren will. Der war auch angeschlagen. Aber du bist mein guter Purgator. Jungs. Danke, Funakis, fürs Folgen. Kein Ding, neuer Ack, alter Follow. Das darfst du doch nicht sagen. So, 35 Crit-Chance. Oben drauf. So, ich habe den lieber genommen, weil die 2 Crit-Schaden einfach besser sind. 15% Nahkampf, Crit plus 2 Schaden gefällt mir besser, als zu sagen, ja, 2 Schaden abziehen und dafür 20% Crit-Chance. Für die 5%... Ne, nicht Charakter anpassen. Rüstungstyp, was hast du an? Standard. So, du kriegst nicht den Ziehangriff. Das war deine Rüstung vorher. Die ehrwürdige. Und dann hatten wir dich noch und du bekommst nämlich die andere Rüstung, weil die einen Bonus auf Ziehangriff gibt. Gut, dass ich das noch weiß. Gute Nacht, Wolfgang, schlaf gut. Oh mein Gott, ich muss kurz gucken. Ich habe 2 Presse-E-Mails bekommen. Ukraine-Krieg, Charkiw wird wieder bombardiert. Das ist so bitter, da kommt ja meine ukrainische Bekannte her aus Charkiw und die Großeltern von denen sind da noch, die sind nämlich nicht geflüchtet. Danke, glaube ich. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt mit dem Aufdecken. Ja, da kann ich das nochmal testen gleich. Danke, Red Leon, für den Stufe 1 Sub. Standing ready. Aber der triggert die auch. Also was ist mein Vorteil dadurch? Enemy sighted. Ja, dass ich sie sehe. Und das ist ein Stufe 3 Zubehör. Weil die richten sich auch passend in die Richtung aus, wo meine Leute stehen. Keiner. Mistschädel. Für das Triggern in andere Richtungen ist der übrigens, ist halt, glaube ich, einfach zu nah. Da kannst du ihn nicht weit genug schicken für. Hatte ich den nicht auf durchgedreht geschossen? Also warum greift der Bratkopf mich an? Betroffene Ziele greifen ihre Verbündeten zufällig an. Wen greift er mich? Wen greift er an mich? Unleash me. So, dem schießt erstmal die Fernkampfwaffe weg und den hinteren nach Unterbrecherschuss. Braucht ein bisschen Freiraum hier. Beziehungsweise jetzt ist das ja schon möglich, was ich vorhabe. Kannst die alle mal ein bisschen in Brand setzen. Kannst mal die Saat extrahieren. The Emperor lights our path. I must rearm. Ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass der jetzt seine Verbündeten angreift, muss ich auseinandernehmen. Shall avoid its fate. Justice. Ah, nur noch einer. Also eigentlich ist das eine halbhohe Deckung, oder? Ah ne, der kriegt Schaden. Dann schütze ich einmal selbst. Und auch Kacke. Oh. Der würde in die Suppe reinlaufen. Nicht so gut gelaufen. Guten Abend, Robel, und danke für deinen Prime Sub. Ich muss leider auch zugeben, ich habe die letzten Tage ein bisschen EO4 gespielt. Blessed ammunition depleted. What is your will? Weil wenn ich nicht schlafen konnte nachts und aufgestanden bin, dann habe ich mich immer dazu entschieden, okay, dann kannst du halt noch EO4 spielen. Dann habe ich halt bis in die Morgenstunde immer EO4 gespielt. Es sind auch nur so 50 Stunden zusammengekommen. In den letzten 2 Wochen habe ich heute gesehen. Obwohl, das war der Stand heute Morgen. Und ich habe heute Mittag, da ich mal noch ein bisschen gespielt gehabt. Dann sehe ich es noch mehr wie Excel-Listen angucken. Das habe ich früher über Stellaris gesagt, aber Stellaris ist gar nicht mehr so viel Excel-Listen gucken. EO4 ist noch mehr Excel-Listen gucken. Ja, mein Biorhythmus ist super. Ich habe jetzt eine Partie angefangen mit Österreich und ich habe in den 50 Stunden davor habe ich Kastilien gespielt mit Spanien bis 1821, bis das Spiel endet. Und habe auch die KI so gesehen punktetechnisch besiegt. Habe am Ende noch einen riesen Krieg gemacht gegen Frankreich und Frankreich hat sich ganz viel mit Makedonien verbündet und mit wen hatten die noch drin? Nee, Frankreich mit Makedonien, und das hat eigentlich schon gereicht. Das hat richtig abgefuckt. Das war ein Krieg, wo irgendwie 4 Millionen Leute gestorben sind. Habe ich extra noch zum Ende gemacht, weil ich wollte das Achievement haben für 1 Million Tote auf jeder Seite. Verstehen jetzt natürlich keine Leute, die keine EO4 spielen, aber war halt wichtig. Apothekarius. Deshalb, ich habe auch irgendwie 40 Achievements oder so fertig gemacht mit einer Partie jetzt. Zum Glück gibt es im Real Life keine Achievements. Die würde ich mir auch alle grabben. Nein, macht schon Spaß. Muss ich sagen. EO4 ist schon ein lustiges Spiel, wo viel Scheiße passiert. Und ich versuche mir vom Discord nicht den Spaß daran zu nehmen. Wo ich immer sage, bitte lass mich einfach so spielen, wie ich spiele. Weil man muss ja selbst ein bisschen lernen. Dass nicht Leute direkt um die Ecke kommen und sagen, ah, wenn du das Land spielst, musst du am besten das und das am Anfang machen. Dann denkst du ja auch schon, ja, aber so, das ist ja nicht Sinn der Sache. Vor allem, weil ja immer wieder was passieren könnte. Also ein paar Länder können sie ja einfach mal anders entwickeln als geplant vom Spiel. Und dann stehst du da nämlich und die Person sagt dann, ja, nee, dann hättest du das anders machen müssen. Komm mit dem Forschen und dem Bauen nicht klar. Nee, wir machen jetzt hieraus keine EU4-Erklärstream. Vor allem dafür bin ich auch nicht gut genug bis jetzt. Wobei ich jetzt schon mit den Erlassen experimentiere. Und ein bisschen tiefere Core-Mechaniken. Yes, Commander. Your order. I am here. Praise the Emperor. Your orders. Feel my wrath. Danke, Loot-Koblin, für deinen Sub. Vielen Dank. Threat eliminated. As ordered. Steady and surely we hunt them. Standing ready. We haste. Ist schon wieder zu spät, um was zu essen zu bestellen. Aber jetzt merke ich gerade, wie ich Hunger bekomme. What is your will? Aber ich generell so müde und schlapp bin, weil ich natürlich auch nicht einkaufen, ey. Ich lebe hier von nichts zu Hause im Moment. Papa, wenn du da bist, bring Essen. Dein Sohn braucht dich. Wenn er da wäre, würde er sagen, Freitag gehen wir auch eh einkaufen. Für Grillen am Wochenende. Für den Hund habe ich immer Futter da. Beim Hund können nur Leckerlis ausgehen. I am here to serve. As you will. At your service. Ich glaube, das Hundefutter ist wirklich nicht so schlecht. Also es ist teuer genug. Es ist wahrscheinlich alles drin, was ich benötige. Aber ich denke mal, mein Magen wird sich da ein bisschen schwer tun bei dem Trockenfutter. Weil das ja im Bauch aufgeht so. Wahrscheinlich kriegst du als Mensch davon richtig Sodbrennen. The Emperor lights our path. Standing ready. At your service. Taking position. Your orders? Taking position. Mit Leitungswasser ein bisschen köcheln. Ah. Den Gegner habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Punch the beasts. Teilweise volle Deckung? Was ist das denn für eine Beschreibung? Entweder eine teilweise Deckung oder eine volle Deckung. Du kannst jedes Trockenfutter mit Wasser zu Nassfutter machen. Du musst es halt nur lange genug einweichen in lauwarmem Wasser. Also ich wüsste nicht, warum es andere Futtersachen geben sollte, wo das nicht möglich ist. Gut Deutsch ich sprechen tut. Toll, da hinten habe ich irgendwas getriggert jetzt. Oder auch nicht. Kommt auf die Zusammensetzung des Trockenfutters an, ob man Nassfutter draus machen kann. Dann habe ich das einfach immer so gemacht. Ja, also ist er wirklich getriggert. They come to their doom. We have found them. Was ist das denn für eine Truppe? Boah, dass diese normalen Schützen so niedrig eingestuft werden, fuckt ab. Massius. Ist okay. Hässlicher Schmock. You have been judged. Moving now. Vorwärts mit dir. Face your judgment. Get up! Get up! Get up! Yes, Commander. Back. Den Blockstab weg. Übrigens die Qualität von Wurst und von allen möglichen anderen Sachen im Vergleich zu Hundefutter müssen wir mal überprüfen, wie das heute ist. Früher hatte ich dem recht gegeben, als noch Asche und sowas in manche Wurstarten rein durfte, für den, damit das wie geräuchert schmeckt, obwohl es nicht geräuchert ist und solche Sachen. Aber es sind Geschichten, die sind 20 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass das heute noch so ist. Moving now. Da gibt es halt gewisse, wie sagt man, Standards. Und Richtlinien. In Geflügelwurst 20% Geflügel, der Rest ist Schwein. Und? Aber so wird der Lebensmittelpreis ja auch niedrig gehalten. Na, das hätte die noch jemand anderes machen können. See them fall, brothers. Feel my wrath. Ja, aber im Moment, die hohen Preise im Moment ist ja auch eine Situation, wo ich einfach mich auch so frage, seit Jahren haben wir einfach so einen Lebensmittel-Dumping-Kampf auf dem deutschen Markt, schlimmer als auf in jedem anderen Country everywhere. Oh mein Gott, ich bin jetzt so ein Denglischsprecher. Yes, Commander. Und jetzt kommen die Leute und sagen, ja, plötzlich, oh mein Gott, Pakete werden nicht mehr in den Grammzahlen niedriger und dadurch bleibt der Preis gleich, obwohl wir weniger für bekommen, sondern jetzt werden Preise mal wirklich angehoben. Das hat jahrelang nicht passiert. Jahrelang haben wir im Lebensmittelbereich, der ist immer weiter in den Keller gerutscht. Dass du im Lebenseinzelhandel solche Situationen hast, dass du Produkte verkaufst unter dem Produktionswert. Und dann, sag ich mal, durch den Mischverkauf den Profit machst. Upsala, das wollte ich gar nicht. Durch steigende Preise werden die Produkte nicht besser. Das ist erstmal korrekt. Wenn das beim Erzeuger ankommen würde. Es ist so ein vielschichtiges Thema. Ich kann da leider für nichts eine Stellung beziehen. Was bist du jetzt? Bist du jetzt Koch oder bist du Lebensmittelhändler? Du musst dich für den Job schon entscheiden. Ja, als Koch hast du aber mit anderen Händlern zu tun, als wenn du jetzt einen Supermarkt führst, würde ich mal jetzt behaupten. Geht nicht anders, muss durchlaufen. Du machst keinen Schaden, weil du keinen Nahkampfangriff einsetzen kannst im Moment. Du verseucht bist und so weiter und so fort. Also alles richtig kacke gerade. My blade is yours. I'm here to serve. On my way. I must sanctify my lands. Sagen wir auch einfach, der Markt ist vielschichtig schwierig. Aber er regelt sich selbst. Gibt's nicht, das hat er falsch angezeigt. Der hat mir gesagt, der würde nicht sterben. My blade is yours. Kritischer Treffer von der umfallenden Statue. Also würde ich den zwar kriegen. Wobei ich gerade glaube, der backt dann. Nee. The war resists my will. Ach scheiße, der hat ja, macht ja keinen Nahkampfschaden im Moment. Obwohl, hinrichten könnte ja trotzdem funktionieren. Nö. Ach, der kann keine Nahkampfangriffe, der kann ihn nur schubsen. Was für ein Unsinn, ey. Oh. Dann muss ich sagen, das war scheiße. Am besten kommen wir von der Seite hier. So, jetzt spinnt der Bot. Muss ich übrigens, ist mir heute schon aufgefallen. Irgendwie bringt er jetzt nur noch diesen einen Text. Dabei kann er eigentlich noch viel mehr. I am with you. What is your will? Yes, sir. Unleash me. Und heile ihn um 0. Ach so. As you will. Heilen ist zurzeit deaktiviert. Shit, jetzt kriege ich so viel Schaden. Übrigens, das könnte, er könnte schon eine kritische Verletzung haben. My blade is yours. There now, good as you. Gratitude. At once, more horrors invade our realm. At your service. My blade is ever ready. As you will. Standing ready. Yes. Kann ich mal sagen, ob ich einfach unkonzentriert bin oder einfach Pech habe in der Runde.